Das neue Jahr hatte genauso angefangen, wie das alte geendet hatte, nämlich mit Tausenden von Toten auf den Schlachtfeldern. Und nach wie vor schien kein Ende in Sicht zu sein. Zum Jahreswechsel mussten wir mit ansehen, wie eine ganze Armee ausgelöscht wurde, weil ein Großteil ihrer Soldaten sich im Kaukasus zu Tode fror. Heute müssen wir erkennen, dass es keine Rolle spielte, wie der Krieg sich entwickelte. Die meisten militärischen Führer waren nicht willens oder nicht in der Lage, aus den Fehlern ihrer Kollegen zu lernen. Mein Name ist Christoph Krachten, herzlich willkommen. Ende letzter Woche waren die Deutschen in ihrer Kolonie Deutsch-Ostafrika zwar erfolgreich gewesen, würden in Zukunft aber zum Guerillakrieg übergehen. Die Briten waren zwar im Mittleren Osten siegreich, wurden jedoch in der Heimat von Zeppelinen bombardiert. Die Franzosen konnten an der Westfront geringe Gebietsgewinne erzielen und die Türken waren einmal mehr von den Russen geschlagen worden, die außerdem noch eine Stadt in Westpreußen erobert hatten. Seit jeher spielen die geografischen Gegebenheiten in einem Krieg eine große Rolle. Auf einer großen, freien Ebene können andere Truppen eingesetzt werden als in einem dichten Wald. Zunächst wollen wir einen Blick auf eine bestimmte Region Europas werfen, nämlich die Karpaten. Die Karpaten bilden eine Gebirgskette von etwa 100 Kilometern mit einer durchschnittlichen Höhe von über 1000 Metern über Normalnull. Damit bilden sie eine beeindruckende natürliche Barriere für jede Armee. Selbst an den Hauptpässen gab es nur wenige ausgebaute Straßen und Eisenbahnlinien. Dort oben ist es immer kalt und dunstig und von einzelnen Wärmeepisoden abgesehen, die nicht selten zu Hochwasser führen, bleibt der Schnee dort von November bis zum Frühjahr liegen. Kriegsführung in den Bergen bringt zahlreiche Schwierigkeiten mit sich. Die Soldaten müssen speziell dafür ausgebildet und ausgerüstet sein. Den Nachschub und Truppenbewegungen zu organisieren, kann zu einem großen Problem werden. Und Artillerie kann aufgrund ihres Gewichts und der geografischen Gegebenheiten meistens nicht mitgeführt werden. Vor diesem Hintergrund startete Österreich-Ungarn am 23. Januar einen Großangriff gegen die Russen. Dies war das Geistesprodukt des österreichischen Generalstabschefs Konrad von Hötzendorf. Dieser glaubte, dass die K&K-Monarchie jetzt einen größeren Sieg über Russland bräuchte, um ihre Stärke zu demonstrieren und so neutrale Staaten wie Italien oder Rumänien davon abzuhalten, gegen sie in den Krieg zu ziehen. Das machte natürlich Sinn, denn die kaiserliche Armee hatte sich im Kampf bisher hauptsächlich blamiert. Die letzte Demütigung war die zweite Invasion Serbiens im November und Dezember gewesen, die zwar für die Österreicher gut anfing, aber sehr schnell zu einem überragenden Sieg für die Serben wurde. Verständlicherweise blieb Österreich-Ungarn also nicht mehr viel militärisches Prestige übrig. Zudem war ja nach wie vor ein Teil der Armee im Przemyśl eingeschlossen. Die Habsburger glaubten, dass der Verlust dieser 100.000 Soldaten einer Niederlage im gesamten Krieg gleichkäme. Und so war das Aufbrechen der Belagerung eines der Hauptziele der Offensive. Der Plan sah vor, dass die 3. Armee auf einer Front von mehr als 150 Kilometern in den Nordkarpaten angreifen sollte. Gleichzeitig würde die neu gegründete Südarmee, verstärkt durch 3 deutsche Divisionen, an der äußersten linken russischen Flanke zuschlagen. Der Überraschungsmoment wurde hierbei als wichtiger Faktor zum Gelingen des Plans angesehen und heute können wir wohl behaupten, dass Glück auch eine bedeutende Rolle gespielt hat. Zusammengenommen hatten sie 170.000 Männer für diese Offensive zur Verfügung, doch es ging schlecht los für die Österreicher. Das erste Ziel war, die Telefon- und Verkehrsknotenpunkte Liskow, Sanok und Mecsi-Laborce und die umliegenden Eisenbahnstationen einzunehmen und zu halten. Und wieder einmal konnten sie ihre selbst gesteckten Ziele nicht erreichen. Es ist ja nicht so, dass sie am Anfang völlig versagten. Die Österreicher kamen zunächst gut voran, solange es gegen eine unterlegene Armee auf russischer Seite ging. Am 26. Januar schaffte es Hötzendorfs Armee, den Uschok-Pass einzunehmen, der seit Beginn des Jahres von den Russen gehalten worden war. Damit war die Front der 3. Armee schließlich auf über 100 Kilometer ausgedehnt und reichte vom Dukla-Pass bis zum Uschok-Pass. Unverzüglich holten die Russen jedoch zu Gegenschlägen aus und am Ende der Woche wirbelte ein plötzlicher und heftiger Wetterumschwung die österreichischen Pläne mächtig durcheinander. Aber Pläne und ganz besonders Kriegspläne tendieren irgendwie dazu, schief zu gehen. Das musste man diese Woche auch an der Nordsee feststellen. Im letzten Monat hatten Kriegsschiffe unter dem Kommando Franz von Hippers die britische Ostküste beschossen und waren danach unbehelligt wieder in ihre deutschen Häfen zurückgekehrt. Seit diesem Tag, an dem zum ersten Mal seit über 200 Jahren wieder Zivilisten auf britischem Boden durch einen Feind getötet worden waren, hatte die britische Öffentlichkeit lautstark Rache an der deutschen Marine gefordert. Am 24. Januar sollte sie bekommen.
Von Hipper schwärmte aus, um die britische Fischereiflotte an der Dogger Bank anzugreifen. Er glaubte, dass diese versuchte, die deutschen Flottenbewegungen auszuspähen. Doch die Briten hatten den deutschen Funkverkehr abgehört und wussten daher, dass er in See stechen würde. Sogleich verließ Vizeadmiral David Beatty mit seinen Großkampfschiffen die britischen Häfen, um von Hipper zu überraschen. Obwohl die Deutschen nicht nur überrascht, sondern auch an Bewaffnung und Geschwindigkeit weit unterlegen waren, schafften sie es zurück in die sicheren Heimathäfen. Sie hatten lediglich den Verlust der Blücher zu beklagen. Diese war das letzte in Deutschland gebaute Schiff vom zwischenzeitlich veralteten Typ des Panzerkreuzers. Die Nachrichtenübermittlung zwischen den Schiffen der Briten war verwirrend. Demzufolge kam es zu Missverständnissen. Alle britischen Schiffe beschossen deshalb die Blücher, anstatt die restlichen deutschen Schiffe zu verfolgen. Damit war die Gelegenheit vertan, der deutschen Marine eine empfindliche Niederlage zuzufügen. Aber mit nur 15 toten Matrosen auf britischer und über 1000 auf deutscher Seite konnte sich die britische Öffentlichkeit mehr als zufrieden geben. Der deutsche Kaiser hingegen war darüber so erbost, dass er Admiral Friedrich von Ingenohl als Oberbefehlshaber der kaiserlichen Marine durch Admiral Hugo von Pohl ersetzte. Interessant ist, dass die Deutschen zwar vermuteten, dass das Auftauchen der britischen Großkampfschiffe an der Dogger Bank kein Zufall war, aber sie zogen daraus die falschen Schlüsse. Es kam ihnen gar nicht in den Sinn, dass ihre Funksignale abgehört wurden. Stattdessen vermuteten sie Spionage in den Heimathäfen. Natürlich kämpften die Deutschen in dieser Woche auch auf dem Land in einer Reihe von Gefechten mit den Franzosen in den Gräben an der Westfront. Zu Beginn der Woche wurden heftige Kämpfe im Elsass und von den Argonnen gemeldet, doch die Verhältnisse waren ausgeglichen. Zurückgedrängt wurden die Deutschen aber am 25. Januar bei Ypern und die Franzosen verloren am gleichen Tag bei Craonne an Boden. Am 27. wurden die Franzosen dann auch noch in den Argonnen zurückgeschlagen, aber es gelang ihnen ein erfolgreicher Vorstoß in den Vogesen. Am Ende der Woche, am 29. Januar, wurde schließlich ein weiterer deutscher Versuch, die Aisne zu überqueren, vereitelt. Eine große Sache für die Franzosen war in diesem Winter übrigens die Verteilung neuer Uniformen. Diese waren hellblau und daher auf dem Schlachtfeld weit weniger auffällig als die alte Ausstattung. Wie gesagt, man suchte nach jedem noch so kleinen Vorteil. An dieser Stelle noch eine kleine Anekdote zu einer Persönlichkeit, die noch eine wichtige Rolle in einem anderen Weltkrieg zu spielen haben wird. Am 29. Januar, während der Kämpfe in den Argonnen, zog der deutsche Leutnant und Kompanieführer Erwin Rommel mit seinem Zug aus, um ein paar französische Blockhäuser einzunehmen. Er kroch unter den Stacheldrahtbarrieren hindurch und rief zu seinen Männern, dass sie hinterherkommen sollten. Als sie das nicht taten, kroch er zurück und sagte zu seinem untergebenen Zugführer: "Entweder Sie folgen sofort meinem Befehl oder ich erschieße Sie." Daraufhin folgte ihm die gesamte Kompanie und nahm die Blockhäuser ein. Für diese Aktion wurde Rommel das Eiserne Kreuz erster Klasse verliehen. In seinem Regiment ging von nun an der Spruch um: Wo Rommel ist, da ist die Front. Die Fronten im Westen waren allerdings auch ohne Rommel ziemlich leicht auszumachen. Man musste sich nur an die endlosen Grabenlinien halten. Es gab jedoch auch eine Region, in der der Frontverlauf nicht so offenkundig war: der Mittlere Osten und der Kaukasus. Zu diesem Zeitpunkt besaß die 3. Osmanische Armee, die bei Sarikamis zerschlagen worden war, nur noch ungefähr 13.000 kämpfende Soldaten und war mit ihren Unterstützungstruppen ungefähr 20.000 Mann stark. In anderen Teilen des Osmanischen Reiches war es jedoch alles andere als ruhig. Am 23. Januar wurden 2 osmanische Divisionen im kurdischen Khorasan besiegt. Ein paar Tage später schlugen die Osmanen wieder zurück, doch wurden sie am 27. Januar bei Gornes geschlagen. Die Russen eroberten die Stadt und nahmen den türkischen Stab gefangen. Es sah für die Osmanen also weiterhin ziemlich düster aus. Ansonsten eroberten die Franzosen in Kamerun die Stadt Bertoua und sagten am 26. Januar offiziell ihre Teilnahme am von den Briten geplanten Angriff auf die Dardanellen zu. Einen Tag später gewährte Großbritannien Rumänien ein Darlehen von 5 Millionen Pfund. Außerdem stellte die britische Regierung Griechenland in dieser Woche Gebietsgewinne in Kleinasien in Aussicht, wenn es sich bereit erklären würde, Serbien im Krieg beizustehen. Die griechische Regierung lehnte das Angebot jedoch ab. Das war es mit dieser Woche. Die Österreicher, Deutschen und Russen treffen in den Karpaten aufeinander und die Russen sind weiter im Süden gegen die Türken nach wie vor siegreich. Die deutsche Flotte ist nach einem kurzen Vorstoß in britisches Hoheitsgebiet und nach einer haarsträubenden Flucht wieder in ihren Heimathäfen. Und in Frankreich schlagen sich Deutsche und Franzosen nach wie vor die Köpfe ein. Eine weitere Winteroffensive in den Bergen, so sieht es an der Ostfront aus.
Hatte Konrad von Hötzendorf denn nicht gehört, was vor wenigen Wochen den Türken passiert war? Oder dachte er, dass die Situation so verzweifelt war, dass das keine Rolle spielte? Es scheint, dass weder er noch andere Stabschefs aus den Fehlern der anderen lernten. Die Türken scheiterten daran, koordinierte Angriffe zu führen und verloren immer und immer wieder. Die britische Marine ließ die deutschen Schiffe ständig entwischen, obwohl sie deren Funksignale abhörte und in etwa wusste, wohin sie fahren würden. Leider zahlten den Preis für dieses ignorante Verhalten die einfachen Soldaten. Zu zigtausenden starben sie wegen den Fehlern ihrer Kommandanten. Tode, die hätten vermieden werden können. Konrad von Hötzendorf hatte die österreichisch-ungarische Armee nicht das erste Mal in ein Desaster geführt. Klickt hier für unsere Folge über die Schlacht von Galizien, bei der Hötzendorfs Pläne ebenfalls nicht funktioniert haben. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr mehr Fakten über den Ersten Weltkrieg wollt, dann folgt uns doch bei Twitter. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.